Geschichte, er ist Bahmat. Er hat einen kleinen Harem gehabt, er hat nur 25 Frauen gehabt. Er war ein armer Sultan. Und an diesen 25 Frauen gab es eine Favoritin namens Bahia. Und nach dem Namen ist auch der Palast genannt, heißt Bahia Palast. Das ist apropos der einzige Palast, den man in ganz Marokko als Museum oder als nationales Baudenkmal vom Innen besichtigen darf. Marokko zählt 17 Paläste und die sind alle nicht zugänglich, also weder für Touristen noch für Einheimische. Ja, und diese Paläste sind alle vererbt worden von Dynastien, also von Königen von verschiedenen Dynastien. Das ist schon die einzige, die man als Monument besichtigen darf. Hier gibt es leider kein Möbel mehr. Das Möbel stammt aus den Königsteppichen, aus dem marokkanischen Zellernholzmöbel, aus den Matratzen- und Ledersitzpuffen. Abgesehen von der Einrichtung des Gestecks hier in diesem Palast, ist das ja eine Ahnung bekommen, wie es in anderen Königspalästen aussieht. Sie haben alle die gleiche in Architektur. Aber die anderen sind noch viel größer und vor allem sehr prachtvoll eingerichtet. Die beiden Räume hier vis-à-vis gebaut, die waren für den Sekretariat. So ein paar